Ich begrüße in unserem heutigen Cortices-Podcast-Gespräch Herrn Professor John Dylan Haynes, Psychologe und Neurowissenschaftler, Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging und Professor am Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité Berlin. Schön, dass Sie hier sind, Herr Haynes. Guten Morgen, Herr Fink. Sie sind bekannt geworden durch Untersuchungen zum neuronalen Vorlauf bei bewussten Willensentscheidungen und durch das Auslesen neuronaler Anregungsmuster im Gehirn bis hin zum Gedankenlesen oder angeblichen Gedankenlesen, ein aktuelles Schlagwort aus diesem Bereich. Wir werden darüber reden. Zunächst aber vielleicht zum messtechnischen Zugriff auf das menschliche Gehirn. Da gibt es ja verschiedene Techniken. Eine der ältesten ist das Elektroenzephalogramm, das EEG. Es gibt auch ein Magnetenzephalogramm. Was kann man zu diesen Techniken sagen? Die haben ja Stärken und Schwächen. Ja, es gibt also eigentlich im Wesentlichen, also die dominanten Techniken in diesem ganzen Bereich sind zwei. Das ist die Elektroenzephalographie und die funktionelle Magnetresonanztomographie. Das ist eigentlich das Allermeiste, was in der humanen Hirnforschung läuft, also in der Erforschung des menschlichen Gehirns läuft, findet bei diesen beiden Techniken statt. Und das EEG misst Spannungsverteilungen auf der Kopfhaut. Also man bekommt so ein paar Elektroden auf den Kopf gesetzt, so eine Haube. Und damit kann man Spannungsverteilungen auf der Kopfhaut messen. Das hat natürlich gewisse Vorteile. Zum Beispiel diese Spannungsverteilungen, die ändern sich sehr schnell. Und das kann man halt mit so einem Verfahren relativ gut aufzeichnen. Das heißt, man kann damit schnelle Prozesse messen. Aber dadurch, dass man, ich sage jetzt mal, im Koordinatensystem der Kopfhaut unterwegs ist, ist man damit mit den Möglichkeiten, so räumliche Details im Gehirn aufzulösen, sehr begrenzt. Das heißt, man weiß also nicht genau, wo jetzt die Aktivität herkommt. Im Gegensatz dazu steht die sogenannte funktionelle Magnetresonanztomographie. Das ist ein ganz schöner, langer Begriff. Vielleicht muss man das ein bisschen auflösen. Die Magnetresonanztomographie ist eine Verfahren, was so seit den 80er Jahren vor allen Dingen in der Anwendung in Kliniken ist, womit man Schichtbilder vom menschlichen Gehirn machen kann. Der Vorteil von diesem Verfahren gegenüber der Computertomographie oder dem Röntgen ist, dass man ohne Strahlung arbeitet. Man hat zwar starke Magnetfelder, aber in einem Bereich, der bis nach derzeitigem Stand der Kenntnis keinerlei Gefahren für den Menschen birgt. Und das ist die Magnetresonanztomographie. Damit bekommt man diese Schnittbilder vom menschlichen Gehirn. In der Klinik wird das eingesetzt, um festzustellen, ob man irgendwo einen Schlaganfall sieht oder eine Demenz sieht oder für solche klinischen Beurteilungen. Und man kann jetzt das gleiche Verfahren nutzen, um auch festzustellen, wo im Gehirn gerade etwas los ist, könnte man jetzt sagen, in Anführungsstrichen, also wo das Gehirn gerade besonders aktiv ist. Und das weiß man seit ca. 1990. Da hat man beobachtet, dass man mit diesem Verfahren messen kann, wenn sich der Sauerstoffgehalt des Blutes ändert. Also vielleicht kann man das auch kurz erklären, dass der Sauerstoff, der im Gehirn benötigt wird für den Stoffwechsel, wird über das Hämoglobin, über Hämoglobinmoleküle ins Gehirn gebracht, über die Blutbahn. Und dieses Hämoglobin, wenn es Sauerstoff bindet, also von der Lunge quasi frisch mit Sauerstoff versorgt ist, ist nicht magnetisch. Und wenn es den Sauerstoff ins Gewebe abgibt, dann wird es magnetisch. Und diesen Unterschied kann man mit dem Verfahren messen. Was man damit bekommt, sind Schichtbilder, also wirklich aufgelöste Bilder von den ganzen einzelnen Stellen im Gehirn. Also eine hohe räumliche Auflösung. Aber leider hat die funktionelle Magnetresonanztomographie eine niedrige zeitliche Auflösung. Das heißt, auf der Größenordnung von, sagen wir, einer halben Sekunde, einer Sekunde. Und es liegt daran, dass man quasi die Verzögerung, mit der quasi dieser Sauerstoffwechsel im Gehirn passiert, dass man den immer in seinen Messdaten drin hat. Das heißt, das kriegt man einfach nicht raus. Und damit haben wir quasi eine niedrige zeitliche Auflösung, aber eine hohe räumliche Auflösung. Und diese beiden wesentlichen Verfahren decken eigentlich den überwiegenden Teil dessen ab, was in der menschlichen Hirnforschung gemacht wird. Also das heißt, das EEG hat eine gute zeitliche Auflösung, aber eine schlechte räumliche. Und beim FMRT ist es gerade umgekehrt. Genau. Wie ist das denn beim EEG, wenn man nur auf der Kopfhaut letztlich summarische Spannungen misst? Weiß man denn,
ja, wo die sozusagen herkommen. Es gibt ja auch tiefer gelegene Hirnteile. Ist da dann nur die Großhirnrinde beteiligt oder ja, wird das alles summiert, was da so in der Gegend ist? Also es gibt eine Dominanz der oberflächennahen Regionen des Gehirns, wobei auch teilweise tiefere Quellen auch auf der Kopfhaut gemessen werden können. Und eine zentrale Eigenschaft ist, dass man das immer braucht, dass viele Zellen gleichzeitig koordiniert aktiv werden. Das heißt, in eine einzige Nervenzelle, das ist wie im Fußballstadion, ne? Wenn dann eine einzige Person irgendwas ruft, dann kriegt es niemand mit. Aber wenn dann alle gleichzeitig rufen Tor oder irgend sowas, dann, wenn das synchronisiert ist, dann kann man es nach außen hören. Und so ist es im Gehirn auch. Wir brauchen also ganz viele Nervenzellen, die koordiniert aktiv werden, damit man das nach außen mit dem EEG messen kann. Das ist mit der Kernspintomographie natürlich auch so, aber mit einer viel feineren räumlichen Auflösung. Ja, wie fein ist denn die Auflösung? Da hat man am Ende dann ja Voxel sozusagen, in denen man ja letztlich den Blutverbrauch in einer definierten Hirnregion auslesen kann. Aber wie viele Neuronen sind daran eigentlich beteiligt? Das sind doch auch ziemlich viele noch, oder? Genau, also mit der Kernspintomographie teilt man das Gehirn in sogenannte Voxel, so kleine Volumenelemente auf, wie so kleine Zuckerwürfelchen. Und man misst jetzt quasi diese Änderungen im Sauerstoffgehalt des Blutes in diesen kleinen Zuckerwürfelchen. Und die haben, sagen wir mal, eine Größenordnung von 1-2 Millimetern. Man kann die auch kleiner machen mit speziellen MRT-Verfahren, aber ich sage jetzt mal so um 1 Millimeter herum, viel feiner wird schon schwierig, das aufzulösen. Und da stecken natürlich bis zu 1 Million Nervenzellen drin. Der Vorteil gegenüber dem EEG ist, dass diese Nervenzellen quasi alle das Gleiche machen. Das heißt, räumlich benachbarte Nervenzellen sind hochgradig miteinander verbunden und deren Aktivität ist auch in der Regel korreliert. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, so wie man nennt das immer Salt and Pepper mäßig, das Gehirn organisiert wäre. Also Pfeffer und Salz, als ob man jetzt so Pfeffer und Salz auf den Teller streuen würde und da wären schwarze, weiße Pünktchen so durcheinander. So ist das Gehirn nicht organisiert, sondern das Gehirn ist so organisiert, dass quasi alles, was zusammengehört, erstmal räumlich miteinander in der Nähe kommuniziert. Und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass man diese Auflösung von ungefähr 1 Millimeter hat und dass man da bis zu 1 Million Nervenzellen misst. Das ist etwas, was quasi dem Bauplan des Gehirns entsprechend noch funktioniert. Wenn aber das Gehirn anders gebaut wäre, wenn die Architektur des Gehirns anders wäre und alle Nervenzellen einfach nur bunt durcheinander gewürfelt wären, würde man mit der funktionellen Magnetresonanztomographie nicht sehr weit kommen. Ja, das ist, was gemessen wird, ist ein Maß für den Blutverbrauch. Was bedeutet das eigentlich? Neuronen können ja Unterschiedliches tun. Die können einander verstärken, sie können aber auch inhibitorisch sein, also können nachfolgende Neuronen hemmen. Das können Sie nicht unterscheiden an dem Bild, oder? Genau, also wenn ich jetzt das so einfach nenne, man guckt im Gehirn, wo etwas los ist, dann ist das eine bewusste Vereinfachung in genau dieser Formulierung, weil man halt nicht unterscheiden kann, zum Beispiel, ob jetzt ganz viele Nervenzellen ihre Aktivität verstärken oder ob Hemmungsprozesse da sind. Wobei viel los sein heißt einfach, dass viel Sauerstoff verbraucht wird. Also das ist, also wenn jetzt zum Beispiel eine Region komplett gehemmt werden würde, dann würden wir da nicht sehr viel Sauerstoff verbrauchen. Das heißt, es ist schon so, dass man natürlich auch eine gewisse Aktivität dann damit verzeichnen kann. Aber die Auflösungsebene, dass man jetzt sagen könnte, da sind jetzt Nervenzellen, die andere Nervenzellen erregen oder hemmen, die bekommt man mit diesen nicht-invasiven Verfahren nicht hin. Das sind die besten Verfahren, die wir haben für nicht-invasive Messungen. Also wenn wir die Schädeldecke nicht öffnen wollen, bei gesunden Probanden natürlich. Aber natürlich sind da erhebliche Grenzen in Bezug darauf, was wir über die Details erfahren können. Und in dem Buch Fenster ins Gehirn sprechen wir auch darüber, dass das quasi so der Blick aus der Vogelperspektive auf das Gehirn ist. Das heißt, dass man sagt, naja, man kann jetzt so mikroskopisch sich jetzt ganz viele Details anschauen in einer Landschaft. Aber wenn man sich quasi in die Vogelperspektive erhebt und mal von oben drauf guckt, entgehen einem bestimmte Details. Und trotzdem kann man auch auf der Vogelperspektive, auf einer etwas gröberen Auflösungsebene, immer noch sehr sinnvolle Informationen über die Hirnaktivität bekommen. Zum Teil für bestimmte Prozesse sogar aus dieser Vogelperspektive kann man mehr verstehen als auf der Ebene einzelner Zellen.
Man könnte es auch andersrum formulieren. Um das Gehirn zu verstehen, erstmal müssen wir wahrscheinlich nicht wissen, was alle 86 Milliarden Nervenzellen, die der durchschnittliche Gehirn hat, auf einmal machen. Das müssen wir dafür nicht verstehen. Wir müssen das nicht so auflösen. Es reicht quasi eine etwas gröbere Auflösung. Sie hatten es gerade nebenbei erwähnt, das müssen wir nochmal herausstellen. Aktuell ist ein Buch von Ihnen erschienen, zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Matthias Eckhold, mit dem Titel Fenster ins Gehirn. Bei Ullstein, Untertitel Wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann. Das wollen wir gleich inhaltlich noch etwas vertiefen, aber zu den Messtechniken habe ich noch eine Nachfrage. Es gab ja früher immer noch die Positronenemissionstomographie, wo man den Leuten eine radioaktive Substanz gespritzt hat. Das wird wohl gar nicht mehr angewandt heutzutage? Das wird in Kliniken noch angewandt, weil man damit bestimmte Stoffwechselprodukte markieren kann radioaktiv und dann sehen kann, wo die sich anreichern. Also der Vorteil bei der Positronenemissionstomographie ist, dass Sie jetzt einfach irgendeinen Baustein zum Beispiel des Stoffwechsels wie einen Zucker nehmen können und können dann den markieren radioaktiv und können dann schauen, wo das sich im Gehirn anreichert. Das ist total interessant, weil man dann nicht nur sagt, da ist irgendeine Aktivität, sondern man kann, oder zum Beispiel Blutfluss kann man damit auch messen. Man kann damit also sagen wir, spezifischere Aussagen bekommen, wobei die Auflösung von der Positronenemissionstomographie oder PET, kurz genannt, wesentlich schlechter ist als die von der funktionellen Magnetresonanztomographie. Der Nachteil ist, dass man mit radioaktiven Markern arbeitet und deswegen wird das eigentlich mit gesunden Probanden fast gar nicht mehr gemacht, höchstens wenn es eine Kontrollgruppe ist, im Rahmen irgendeiner klinischen Studie, wo man etwas erforschen muss für Patienten. Aber ansonsten wird das fast gar nicht mehr gemacht. Das ist jetzt auch nicht ein Problem, wenn man das macht. Die Dosen sind jetzt nicht besonders groß. Aber man versucht natürlich, Radioaktivität zu vermeiden, wo man nur kann. Also unterschiedliche bildgebende Verfahren, die einander ergänzen. Was kommt denn jetzt raus dabei? Was haben Sie denn gelernt darüber, wie das Gehirn es macht, uns unsere Gedanken einzugeben oder zu erzeugen? Wie sind denn mentale Gehalte im Gehirn kodiert? Sie erklären das im Buch ja sehr schön mit so Stichwörtern wie beschriftete Leitung oder Populationscode. Was hat es denn damit auf sich? Also bevor man sich die Frage stellt, wie man die Gedanken aus dem Gehirn auslesen kann, muss man nicht einfach mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wie ist denn überhaupt das Verhältnis von Gehirn zu Gedanken? Und da haben wir auch Studien dazu gemacht, einfach wo wir repräsentative Stichproben mal gefragt haben, was sie denn glauben, ob unsere Gedanken durch das Gehirn erklärt werden können. Und viele Menschen sind da sehr skeptisch. Das ist ganz interessant. Auf der einen Seite hat man in jeder Talkshow einen Hirnforscher, der einem erklären soll, wie die Welt funktioniert und ob jemand strafmündig ist oder schuldig ist, eine Straftat begangen zu haben. Und gleichzeitig gibt es aber doch erheblichen Zweifel daran, was quasi die Grenzen, oder die, man hat ja Zweifel und glaubt, die Neurowissenschaft habe schon ziemlich starke Grenzen in ihrer Fähigkeit, die Gedanken zu erklären. Was wir halt in den letzten Jahren in der Hirnforschung eindeutig gezeigt haben, ist, dass unsere Gedanken systematisch in der Hirnaktivität kodiert sind. Das heißt also, wenn ich einen bestimmten Gedanken habe, dann gibt es damit verbunden ein unverwechselbares Muster der Aktivität im Gehirn. Und jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken habe, stellt sich dieses Muster wieder ein. Und wenn ich einen anderen Gedanken habe, stellt sich ein anderes Muster ein. Und ich benutze dafür bewusst übertrieben vereinfachend, muss ich sagen, gerne das Bild der CD. Also wenn man sich eine CD nimmt, eine Musik-CD, und darauf ist jetzt irgendein Konzert einkodiert, eine Musik-CD, dann ist damit ein unverwechselbares Rillenmuster auf der Oberfläche der CD verbunden. Das heißt, dadurch, dass es dieses Rillenmuster gibt, gibt es auch dieses bestimmte Musikstück. Das Musikstück ist quasi kodiert. Und wenn ich irgendwas verändern würde an dem Rillenmuster ein bisschen, würde sich was in der Musik ändern. Und wenn ich die Musik verändern würde, hätten wir auch ein anderes Rillenmuster. Es gibt quasi jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, Philosophen müssen jetzt kurz einfach mal die Ohren zuhalten, ganz vereinfacht gesagt, so ungefähr eine 1:1 Abbildung. Ja, darüber kann man bis zum St. Nimmerleinstag diskutieren, aber fangen wir einfach mal so an. Und eine 1:1 Abbildung, das heißt, dass wir bestimmte Gedanken zusammenhängen mit bestimmten Aktivitätsmustern im Gehirn. Und da, wenn das so ist, und denke, darauf weisen eigentlich die Forschungsergebnisse der humanen Hirnforschung in den letzten 20, 30 Jahren hin,
dann sollte man auch in der Lage sein, indem man diese Hirnaktivitätsmuster misst, festzustellen, was eine Person gerade denkt. Also wenn die Gedanken kodiert sind, also wenn ich quasi die CD habe und ich verstehe, wie ich die dekodiere, also wenn ich die entsprechende Norm kenne, wie das darauf einkodiert ist, kann ich dann auch in Erfahrung bringen, was die Musik ist. Das Problem beim Gehirn ist natürlich nur, dass wir diesen Code nicht kennen. Ja, man könnte dazu sagen, auch die Sprache des Gehirns. Ja, also das ist so ein, so ein laxer Begriff, der das so ungefähr bezeichnet, aber natürlich auch viele Fragen aufwirft. Ist es denn überhaupt eine Sprache, von der man sprechen kann? Deswegen bevorzuge ich immer, das zu vereinfachen und einfach nach dem Zusammenhang zu schauen. Also wie hängen denn unsere Gedanken mit Hirnprozessen zusammen? Und das kann man in der Tat ohne jede quasi Verweis auf eine Sprache des Gehirns sich so vorstellen, dass man einfach einen Dekodierungsalgorithmus nimmt. Also ich sage jetzt mal einen Computer, der darauf trainiert ist, Muster zu erkennen. Das wird andererseits benutzt, um zum Beispiel Fingerabdrücke zu erkennen oder Gesichter zu erkennen. Das gibt es ja sehr viel, solche maschinellen Lernverfahren heute. Auch ganz schick unter dem Namen tiefe neuronale Netzwerke jetzt quasi wieder noch erweitert. Und man benutzt jetzt diese maschinellen Lernverfahren, man gibt denen Beispiele von Hirnaktivitätsmustern und die zugehörigen Gedanken, die jemand gerade hatte, und bringt das dem Computer bei, das wiederzuerkennen. Und das ist so die ganz, quasi die Grundplattform, ja, die erste Etage, mit der man so ganz grundlegende Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen kann. Natürlich gibt es da noch viele weitere Fragen, aber das ist erstmal der Grundgedanke dabei. Also das ist der Zugang, der dann mit dem Schlagwort Gedankenlesen oft verbunden wird. Genau, ich mag den Begriff Gedankenlesen nicht so gerne und ich mag auch im Englischen nennt man das Ganze Brain Reading, also Gehirnlesen. Ich mag den Ausdruck des Lesens da drin nicht, weil dadurch gerade suggeriert wird, dass was wir machen würden, sowas wie ein Lesen ist. Also wir interpretieren quasi die Sprache des Gehirns in der Syntax und in der Semantik und so weiter. Es ist nicht wie, wenn wir zum Beispiel versuchen, die Hieroglyphen zu lesen, da versuchen wir die Syntax und die Semantik zu verstehen, sondern was wir machen, ist was ganz anderes. Wir nehmen einfach Computer, sehr leistungsstarke Computer und bringen denen bei, diese systematische Beziehung zwischen den Hirnaktivitätsmustern und den Gedanken zu verstehen. Mhm. Und also von einer Sprache oder einem Lesen oder sowas kann nicht ganz die Rede sein. Also es geht um Musterzuordnung und Musterwiedererkennung, genau, sozusagen. Und das habe ich mir auch früh angewöhnt, weil ich mich ja schon immer für das Problem des Bewusstseins interessiert habe. Nämlich die Frage, wie unsere bewussten Erlebnisse durch das Gehirn realisiert werden. Also ich sage mal, unsere Erlebniswelt, die qualitativen Zustände, Qualia, Farben, Töne und so weiter, Empfindungen, Gefühle. Und da stellt sich ja mal die Frage, wie hängen denn diese beiden Sphären zusammen? Einerseits die Erlebnissphäre, die quasi subjektive Erlebnisqualitäten hat und die Aktivitätsprozesse im Gehirn. Und ich habe mir dann immer versucht anzugewöhnen, nicht zu stark eine kausale Sprache zu wählen, zu sagen, das Gehirn erzeugt das Bewusstsein oder sowas, sondern einfach zu sagen, naja, wir sprechen jetzt mal gar nicht von dieser ganzen Metaphysik, von diesen ganzen komplizierten Themen, die man in der Philosophie des Geistes behandelt, sondern was wir machen, ist ganz einfach. Wir stellen erstmal die Datenbasis auf. Welcher Hirnprozess geht mit welchem Gedanken einher? Da können wir uns immer noch Gedanken darüber machen, ob das jetzt technisch gesprochen Epiphänomenalismus oder Substanzdualismus oder was auch immer ist. Da können wir später immer noch drüber reden. Aber erstmal diese Beziehung herzustellen zwischen den Gedanken und den Erlebnissen, das ist etwas, was mit der Wissenschaft sehr gut zu machen ist. Und das ist eine gute Aufgabe für die Wissenschaft. Und die ganzen Spekulationen können wir dann später immer noch machen. Also die neuronalen Korrelate mentaler Gehalte sind dann das, was Sie interessiert und was Sie nachmessen. Genau. Wie arbeitet das Gehirn denn nun? Also viele Leistungen sind ja lokalisiert, aber Lokalisierung ist nicht alles. Da müssen unterschiedliche Teile dann immer auf spezifische Weise miteinander in Verbindung gebracht werden und dann entstehen eben solche Anregungsmuster. Man wird nicht sagen können, dass ein spezieller Gedanke am Ende durch ein Neuron kodiert wird, oder? Um mal eine alte Vorstellung in Erinnerung zu rufen.
Ja, also seitdem man das Gehirn erforscht, gibt es alle möglichen Theorien darüber, was jetzt der Code ist, in dem die Gedanken im Gehirn eingespeichert sind. Und also ganz grob stellt sich erstmal die Frage, na, welche Eigenschaft der Hirnprozesse ist denn das? Sind das jetzt wahrscheinlich, das, was wir mit Kernspintomographie messen, ist ja erstmal Sauerstoffgehalt des Blutes. Das ist sicherlich nicht das, in dem die Gedanken kodiert sind. Das ist nur ein indirekter Marker dafür. Und dann kann man sich fragen, sind es jetzt die Aktionspotenziale, die die Nervenzellen haben? Sind es möglicherweise irgendwelche elektrischen Felder, die sich im Kortex ausbreiten? Sind es dendritische Prozesse am Eingang der Nervenzellen? Sind es Synchronisationseffekte über viele verschiedene Nervenzellen? Oder so, ich sag mal, es gibt noch zum Modell diesen Begriff der Zündung, Ignition, dass wir quasi das brauchen, dass quasi so eine Art Kettenreaktion im Gehirn passiert. Und das ist das, was dann die Gedankeninhalte kodiert. Gibt es so viele verschiedene Vorstellungen davon. Das ist quasi die physiologische Basis. Also was ist denn jetzt eigentlich die Eigenschaft des Gehirns? Sollten wir jetzt eine Maschine bauen, die Aktionspotenziale misst oder die Synchronisation misst? Na, das ist erstmal auch diese Debatte aus den 90er Jahren gewesen. Zum Beispiel, wo ja auch Wolf Singer sich stark gemacht hat für die Theorie, dass Synchronisationen eine wesentliche Rolle spielen. Mhm. Die zweite Frage ist, naja, wie verteilt ist denn das Ganze im Gehirn? Ist es so, dass wir jetzt, wenn wir einen Gedanken haben, dass der jetzt mit einer einzigen Nervenzelle kodiert ist, oder wird das ganz anders gemacht? Man könnte sich das ja so vorstellen, dass wenn ich jetzt an meine, was ich was, Hund, Katze, Maus denke, um mal nicht die Großmutter gerade zu bemühen, dass Hund, Katze, Maus jeweils mit einer einzigen Nervenzelle im Gehirn kodiert sind. Und jedes Mal, wenn ich an einen Hund denke, gibt es halt die Nervenzelle 370. Und wenn ich an eine Katze denke, 371. Und bei der Maus 372. Könnte ja sein. So hätte das Gehirn das machen können. Es hätte einen Nachteil. Und der Nachteil dabei ist, dass man halt keine Redundanz hat. Also wenn diese Nervenzelle kaputt geht, dann verliere ich jetzt die Fähigkeit, an Hunde zu denken. Und die Alternative dazu ist, dass das Ganze verteilt ist im Gehirn, also so ein Gesamtmuster der Hirnaktivität. Und dann wäre es so, dass quasi alle Nervenzellen sich irgendwie daran beteiligen, an der Kodierung, und aber quasi das Gesamtmuster im Gehirn halt jedes Mal wieder unterschiedlich ist. Wenn ich an einen Hund denke, hat jede einzelne Nervenzelle irgendein bestimmtes bestimmten Aktivitätswert. Und wenn ich dann was anderes denke, Katze oder Maus, gibt es wieder ein anderes Muster, was sich im Gehirn ausbildet. Da muss ich das wirklich vorstellen, wie so ein räumliches Muster der Intensität der Hirnaktivität. Mhm. Und das sind quasi die beiden Pole. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und es hängt auch so ein bisschen davon ab, wofür man sich interessiert. Zum Beispiel, wenn wir, viele der Zuhörer kennen das sicherlich, den sogenannten somatosensorischen und motorischen Kortex. Bleiben wir mal beim somatosensorischen Kortex, also quasi wie unser Tasterlebnis im Gehirn repräsentiert ist. Ne? Mhm. Da gibt es den somatosensorischen Kortex, das ist quasi so ein Gyrus, der so streifenartig organisiert ist. Und auf dieser Oberfläche dieses Gyrus, an dieser Hirnwindung, ist der Körper systematisch abgebildet. Ne? Da sehen wir dann auf der einen Seite haben wir quasi die Füße und auf der anderen Seite den Kopf. Ja, das sogenannte Homunculus. Der sogenannte Homunculus, ganz genau. Und das ist in der Tat etwas, was so ein bisschen ist wie so eine 1-zu-1-Kodierung, wo man, also ich sage jetzt mal ein Gedanke, eine Nervenzelle. Vorhin habe ich gesagt 1-zu-1-Kodierung, das bedeutete ein Gedanke, ein Aktivitätsmuster. Mhm. Aber hier könnte man quasi noch weiter reinzoomen und sagen, nicht nur 1-zu-1 ein Gedanke, ein Aktivitätsmuster, sondern eine einzige Nervenzelle zum Beispiel oder ein ganz kleines lokales Cluster an Nervenzellen. So wäre das, wenn ich jetzt, was ich an meinem kleinen Finger berührt werde, gibt es eine Stelle auf diesem Homunculus, der reagiert. Und wenn ich an meinem Daumen berührt werde, dann gibt es eine andere Stelle auf diesem Homunculus. Da gibt es tatsächlich zu einem gewissen Grad so eine 1-zu-1-Zuordnung zu einzelnen Nervenzellen, zu kleinen Gruppen von Nervenzellen. Mhm. Aber es gibt andere Bereiche, da ist es nicht so. Wenn ich zum Beispiel Objekte sehe, also ich sehe jetzt, werde jetzt nicht berührt, sondern ich sehe jetzt Hund, Katze, Maus, dann ist es so, das weiß man auch relativ genau aus der Forschung zu Objektwahrnehmung, dass dann ein verteiltes Aktivitätsmuster im Gehirn entsteht. Das heißt, das gesamte Muster der Hirnaktivität ist dann verschieden, je nachdem, woran ich dann gerade denke. Das heißt, man muss auch so ein bisschen vorhalten, dass der Code jedes Mal ein bisschen anders aussehen kann.
Das heißt aber, wenn er verteilt ist, heißt nicht, dass so das ganze Gehirn verteilt ist. Ne? Das heißt einfach nur, es gibt ein Areal und diesem Areal bildet sich ein Muster aus und dieses Muster kodiert dann die Inhalte. Aber das Gehirn funktioniert vielleicht nicht ganz holistisch, aber die meisten Teile des Gehirns sind miteinander verbunden. Und durch Kettenreaktionen ist halt quasi so alles mit allem irgendwie möglich, dass alles von allem ein bisschen abhängt oder ein bisschen beeinflusst wird. Und damit geht natürlich einher, dass meistens auch das gesamte Gehirn aktiv wird, wenn ich bestimmte Gedanken habe. Ja, was Sie im Buch Populationscode nennen, heißt ja, dass dieselben Neuronengruppen für unterschiedliche, aber doch irgendwie ähnliche Gedanken dann verwendet werden. Kann man sich das so vorstellen, dass also etwa ein aktuelles Wahrnehmungserlebnis und die Erinnerung an diesen Gehalt, an dieses Bild etwa, dann eben teilweise dieselben Hirnteile beansprucht? Genau, also die Aufgabenteilung im Gehirn hat natürlich was damit zu tun, dass wir ganz viele verschiedene Aufgaben haben, die das Gehirn erfüllen muss. Wir sehen zum Beispiel etwas. Das Sehsystem ist ja extrem gut erforscht. Wir sehen etwas und das muss erkannt werden. Und jetzt wird es erkannt, aber wenn ich mich kurz umdrehe und wieder hingucke, in der Zeit, wo ich mich umgedreht habe, muss ich auch irgendwie eine Art von Gedächtnis haben, ja, was denn da eigentlich gewesen ist. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ins Fenster gehe, rausgucke auf die Straße, mich umdrehe, wieder auf die Straße gucke und alles ist ganz anders. Sondern ich habe ja Erwartungen, ich habe eine Repräsentation, eine stabile Repräsentation von meiner Umgebung. Und diese stabile Repräsentation, diese kurzfristige Gedächtnisleistung ist so ein Faktor. Und dadurch, morgen weiß ich ja auch noch, was ich gesehen habe, als ich aus dem Fenster geguckt habe. Und zwischendrin habe ich auch 1000 andere Dinge gemacht. Und das ist natürlich auch wieder eine Art von Repräsentation, die aber stabiler und überdauernder ist. Also das Langzeitgedächtnis. Und dann kann ich natürlich auch noch handeln. Ich kann auf bestimmte Dinge in der Straße zeigen oder kann berichten von dem, was ich auf der Straße gesehen habe. Das heißt, es ist also auch mit Motorik und mit Aktionen und mit Handlungen verbunden. Das heißt, es gibt also ganz viele verschiedene Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Das erklärt natürlich auch, warum wir so viele verschiedene Hirnregionen haben. Und jetzt kann man sich fragen, ist das dann immer das Gleiche? Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass wenn wir zum Beispiel, nehmen wir an, ich sehe jetzt irgendwie ein Gebäude, was mir gut gefällt, was ich der Berliner Fernsehturm zum Beispiel, und ich gucke mir das jetzt an und dann fahre ich nach Hause und stelle mir jetzt den Berliner Fernsehturm nur vor aus meiner Erinnerung, dass diese Vorstellung, die in Abwesenheit quasi des realen Objekts ist, sondern einfach nur rein meinen mentalen Abruf dieser Vorstellung, dass das tatsächlich ganz ähnliche Aktivitätsmuster im Gehirn hervorruft, als ob ich diesen Turm, diesen Fernsehturm wirklich sehen würde. Das heißt also, es scheint schon so eine ähnliche Sprache zu geben im Gehirn, je nachdem, ob man etwas sieht, ob man auch zum Teil, ob man es hört, ob man sich daran erinnert, kurzfristig, langfristig und so weiter. Es gibt also irgendwie so einen gemeinsamen Kern und das ist quasi so der, ich sage jetzt mal, der harte Nukleus oder der harte Kern eines bestimmten Gedankens im Gehirn. Nun kann das Gehirn ja viele Funktionen erfüllen, ohne dass es uns bewusst wird. Nur der geringste Teil der verarbeiteten Inhalte wird uns ja wirklich bewusst. Was ist denn der letzte Stand? Was ist Ihr Eindruck? Was ist Ihre Auffassung davon, was im Gehirn geschehen muss, damit uns etwas bewusst wird? Das ist eine Frage, die mich eigentlich seit Schulzeiten fast umtreibt. Eine der Gründe, weshalb ich dann ursprünglich mal Psychologie und dann später Neurowissenschaften gemacht habe, ist genau diese Frage. Was ist denn eigentlich anders, wenn ich, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich stehe in einem Vorlesungsraum und halte einen Vortrag und da ist ein Videobeamer und dann irgendwann fällt mir auf, dass der sehr laut ist. Ich habe die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht. Und dann frage ich die anderen Teilnehmer, dann sage ich, findet ihr den Videobeamer auch laut? Und dann sagen die, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, merke ich das und dann kann er nicht aufhören, daran zu denken. Die Frage ist also, was ist in diesen beiden Situationen unterschiedlich? Der Reiz war die ganze Zeit da. Er war auch nicht nur kurz da, wie bei einem unterschwelligen Reiz, sondern er war die ganze Zeit da. Und ich habe halt nicht drauf geachtet, er ist mir nicht ins Bewusstsein gedrungen. Und was ist jetzt unterschiedlich in diesen beiden Situationen? Und da gibt es dann eine ganze Reihe an konkurrierenden Theorien. Ich würde sagen, wir sind eigentlich noch nicht an dem Punkt, dass wir eine gute Theorie überhaupt auf dem Markt haben dazu. Die Theorien, die es dazu gibt, gibt es ja viele. Die eine Theorie zum Beispiel sagt, dass dann die Information im ganzen Gehirn verteilt wird. Das ist die Theorie der globalen Arbeitsfläche, Global Workspace Theory.
Da kann man viele Argumente dagegen finden. Da gibt es eine andere Theorie, die, würde ich jetzt mal keck sagen, einfach nur behauptet, irgendwas zu lösen, nämlich die integrierte Informationstheorie, die sowieso nur 1% der Menschen überhaupt verstehen, die sich damit beschäftigen und was eigentlich auch keine richtige Erklärung dafür liefert, warum wir jetzt zum Beispiel den Projektor mal hören und warum nicht. Aber kann damit erklären, warum jemand bei Bewusstsein ist oder warum jemand schläft oder im Koma ist, aber nicht, warum man jetzt einen bestimmten Inhalt jetzt gerade denkt. Das ist das, was auf Tononi zurückgeht, oder? Ja, genau. Mhm. Und das wird ja jetzt auch intensivst diskutiert. Ich denke, wenn man sich die Ergebnisse zusammenschaut, die in den ganz vielen verschiedenen Bereichen publiziert werden, kann man schon feststellen, dass im Gehirn, also jetzt wieder ganz diffus gesagt, also ich möchte jetzt nicht präziser reden durch eine präzise Sprache. Nein, ich möchte dadurch nicht eine Präzision, den Eindruck einer Präzision geben, den es in dieser Diskussion nicht hat. Deswegen, wenn ich diffus rede, tue ich das meistens dann, wenn es Unschärfe gibt an den Stellen. Und an dieser Stelle gibt es Unschärfe. Und wenn ich sage jetzt, da ist wieder irgendwie mehr los im Gehirn, dann ist das das, was anscheinend den Unterschied macht. Also wenn jetzt zum Beispiel die Nervenzellen stärker aktiv werden, möglicherweise sich stärker synchronisieren, dann hat das den Effekt, dass und zum Beispiel auch mehr, ich sage jetzt mal, mehr Interaktionen auf den vielen verschiedenen Ebenen sind, dann hat das auch dann zur Folge, dass zum Beispiel spätere Stellen im Gehirn, die weiter unten in oder später in der Verarbeitungshierarchie erst aktiviert werden, dass die quasi stärker aktiviert werden. Das heißt, diese ganzen Mechanismen, die man da beobachtet hat, scheinen alle irgendwie zusammenzugehören. Und was man halt weiß, auch aus der Kernspintomographie, ist, dass im Gehirn auf jeden Fall mehr passiert, wenn man es bewusst erlebt, als wenn man es nicht bewusst erlebt. Mhm. Und es gibt viele verschiedene Mechanismen, wodurch mehr passiert. Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt hinten im Gehirn eine Zelle haben oder ein paar Zellen haben, die wollen ganz gerne eine Zelle weiter vorne im Gehirn beeinflussen. Man verzeihe mir die animistische Sprache hier, weil die natürlich das nicht wollen, aber bleiben wir mal dabei. Es wollen die Zelle vorne stärker aktivieren, können die zum Beispiel alle einfach häufiger spiken, also mehr Aktionspotenziale senden, oder sie können einfach versuchen, sich zu synchronisieren. Es gibt also verschiedene Wege, wie man den gleichen Effekt erreichen kann. Und ich denke, so eine Art von kritischer Masse der Aktivität ist das, was den Unterschied macht. Ich verstehe, dass das nicht sehr befriedigend ist, aber ich glaube, dass das zumindest ein Kern ist, der unumstritten ist. Und dann kann man sich immer noch fragen, was dann die spezifischeren Theorien dazu beitragen. Und ich glaube, wir sind einfach nicht an dem Punkt, dass wir das richtig verstehen. Mhm. Und es gibt ja jetzt diese großen Konsortien, die das erforschen und adversarische, also quasi gegnerische Theorien quasi direkt gegeneinander testen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Theorien, die da getestet sind, die sind, die ich jetzt ausgewählt hätte. Ich glaube nicht, dass die zum Problem des Bewusstseins richtig viel beitragen können. Okay, also das Thema bleibt spannend. Wir sollten noch das ewige Diskussionsthema Willensfreiheit ansprechen. Das Cortices-Umfeld versammelt ja viele Naturalisten, die sich nicht wundern werden, dass die Art, wie wir Entscheidungen treffen, natürlich auf einer ganz elementaren Ebene unser Gehirn involviert. Es ist eins Ihrer Forschungsthemen gewesen, schon vor etlichen Jahren. Und Sie haben den zeitlichen Vorlauf präziser erforscht, dessen, was da das Gehirn schon tut, bevor uns unsere eigene Entscheidung bewusst wird. Mögen Sie die Ergebnisse ein wenig zusammenfassen? Ja, also man steht ja immer auf den Schultern von Riesen, wenn man Forschung macht. Und der Riese in diesem Fall ist ein berühmter Hirnforscher aus den 80er Jahren, Benjamin Libet. Und der hat ein Experiment gemacht, wo sich die Frage gestellt hat, wenn man jetzt eine Entscheidung fällt, zum Beispiel, ich bewege jetzt mal meine Hand und man hat das Gefühl, das ist meine Entscheidung, ich möchte das ganz gerne machen. Nicht irgendwie, dass mir jemand anders sagt, ich muss das machen, sondern ich entscheide mich aus mir heraus, ich möchte das machen. Ob jetzt das Gehirn erst quasi die Entscheidung fällt oder ob das Bewusstsein erst die Entscheidung fällt. Wenn man jetzt so eine Vorstellung davon hat, dass der Geist und das Gehirn voneinander getrennt sind, ne, und dass jetzt ich quasi so im Reich meiner Gedanken, unabhängig vom Gehirn, also ich nehme mal an, ich würde, wäre Anhänger dieser Theorie, dieser sogenannten dualistischen Theorien, dass es einen Geist gibt, der so eine gewisse Unabhängigkeit vom Gehirn hat,
könnte ich mich da ja einfach entscheiden in dieser geistigen Sphäre und dann lasse ich das Ganze auf den Körper einwirken und nutze quasi den Körper also als, ich sag mal, Klaviatur, um meine Wünsche auszuführen. Die andere Variante ist die, dass mein Gehirn die Entscheidung fällt und dann mein Bewusstsein irgendwie hinterherhinkt und dass der Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung zu fällen glaube, wo dass da bereits eigentlich die Entscheidung gefallen ist, was ich machen werde und wie ich es machen werde und so weiter. Und Liebert hat damals festgestellt, dass es ging um so einfache Handbewegungen, so einfache Entscheidungen für Handbewegungen, dass im EEG man ein paar hundert Millisekunden, bevor eine Person sich bewusst glaubt zu entscheiden, bereits in der Hirnaktivität erkennen kann, dass jemand sich gleich entscheiden wird. Und da gab es ganz viele Diskussionen darum und viele sehr optimistische Diskussionen aus Seiten der Psychologie, einiger Philosophen, auch der Neurowissenschaft. Damit sei jetzt quasi der freie Wille endgültig widerlegt worden. Aber es gab auch viele methodische Diskussionen. Was sind denn diese paar hundert Millisekunden? Was machen denn die anderen Teile im Gehirn? Und wir haben das dann mit sogenannten maschinellen Lernverfahren, heute würde man sagen, so eine Art von Proto-KI, ja, wenn man es hochtrabend ausdrücken möchte, ja, im Neusprech, dann versucht vorherzusagen, bevor Leute sich entschieden haben, noch, wie sie sich gleich entscheiden würden. Auch in solchen einfachen Situationen, da ging es dann um linke oder rechte Taste drücken oder möchten sie Zahlen addieren oder subtrahieren. Und wir haben dann gefunden, dass man bis zu einem gewissen Grad vorhersagen kann, noch bevor Leute sich glauben zu entscheiden, wie der Ausgang der Entscheidung gleich sein wird. Und der Teufel steckt da auch wieder im Detail. Also wenn ich sage, zu einem gewissen Grad, dann heißt das, wir können das nicht perfekt vorhersagen, sondern wir können das zu einem gewissen Grad vorhersagen. Das heißt, überzufällig, dass ich so 60% Genauigkeit, das ist zwar statistisch überzufällig, aber das ist also einfach möglicherweise irgendeine Tendenz oder sowas. Also was es genau bedeutet, da stellt man sich ganz viele Fragen. Und eine mögliche Interpretation davon ist, dass tatsächlich, ich sage jetzt mal ganz platt, dass, was auch immer das sein soll, das Gehirn entscheidet sich und dann geht so eine Kausalkette los. Man kann sich das vorstellen wie so eine Serie an Dominosteinen und dann irgendwann kommt das Bewusstsein und glaubt sich zu entscheiden, aber eigentlich sind die Weichen schon gestellt. Die Dominokette ist quasi schon losgelaufen. Und eine andere Möglichkeit ist, dass das eigentlich gar nicht so deterministisch ist, also gar nicht so stark vorherbestimmt ist, sondern möglicherweise passiert was ein paar Sekunden vorher im Gehirn und dann gibt es vielleicht eine Tendenz oder so ein Nudge, also ein Schubs in so eine bestimmte Richtung und es folgt daraus gar nicht zwangsläufig, dass die Entscheidung so stattfinden wird. Und wir haben dazu dann später noch Experimente gemacht und haben dann untersucht, ob wenn dieser Prozess mal angetreten ist, unbewusst, ob man das dann immer noch anhalten oder umdrehen kann oder sowas. Und haben dann festgestellt, es geht eigentlich. Also wenn man mich jetzt vor 15 Jahren oder vor 13 Jahren gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, ich glaube, dass unsere Entscheidungen, wenn die quasi selbst getaktet sind, also ich kann entscheiden, wann ich selber will, dass die quasi einen deterministischen Vorlauf haben, da passiert irgendwas im Gehirn und dann gibt es quasi so eine Kausalkette, die das quasi zwangsläufig macht, was ich dann gleich entscheiden werde. Und was unsere späteren Experimente gezeigt haben, so um 2015 herum haben wir die publiziert, ist, dass diese Kette sehr fluide ist. Also es ist nicht wie so eine Dominokette, die einfach ganz zwangsläufig durchlaufen wird, sondern man kann quasi auch so einen Dominostein rausnehmen aus dieser Kette. Und das bedeutet einfach nur, dass diese Liebert-Experimente nicht sehr gut sind, um Determinismus anzuzeigen. Das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie ein dualistischer Geist eingreift, weil das, was da eingreift in diesem Experiment, ist ja wieder ein Hirnprozess. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass im Gehirn so eine Eieruhr losgeht und man kann jetzt nichts machen, so eine Bombe, die gezündet ist, man kann jetzt nichts mehr machen, die läuft einfach durch und wird irgendwann explodieren, sondern das wird geschaltet und dann kann man aber immer noch eingreifen und die Bombe ausschalten. Ja? Und das zeigt eigentlich nur, dass diese ganzen Liebert-Experimente überhaupt nicht geeignet sind, um den Determinismus unserer Entscheidungen zu belegen. Also ich bin der Meinung, dass eigentlich für das Problem der Willensfreiheit diese Experimente vollkommen irrelevant sind inzwischen. Aber ist natürlich trotzdem spannend, dass man die Entscheidungen vorhersagen kann zu einem gewissen Grad. Ist auch spannend, dass man dann das noch ändern kann. Dann könnte man sich fragen, naja, wie kommen wir denn dann darauf, dass unsere Entscheidungen determiniert sind? Und ich würde sagen,
Wir kommen daraus, dass wir den Dualismus aufgeben und sagen, naja, wenn ich mich entscheide im Hier und Jetzt, ist das ein Hirnprozess. Und dieser Hirnprozess hat natürlich irgendeine kausale Einbettung durch Hirnprozesse, die davor passiert sind. Und man, da kommt jetzt nicht auf einmal irgendwas dazu, irgendwas magisches Neues aus einer Gedankenwelt. Und ich denke, das, was die Hirnforschung dazu beitragen kann, ist vor allen Dingen, dass sie den Dualismus widerlegt. Und ich denke, das ist wirklich sehr erfolgreich passiert, dass man gezeigt hat, dass nicht der Vorlauf der Entscheidung, diese ganze Determiniertheit, das kann man nicht zeigen. Dafür reicht unsere Verfahren auch nicht aus. Man kann das nicht auflösen, naturwissenschaftlich. Aber wir zeigen, dass unsere Gedanken im Gehirn realisiert sind, also quasi teilnehmen an dieser Maschinerie, an dieser kausalen Maschinerie des Gehirns, dann sind die natürlich auch dadurch, durch diesen kausalen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo dann wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer jetzt aufschreit und sagt, aber. Und da können wir auch gerne vielleicht noch mal bei der anderen Veranstaltung von Cortices gerne noch mal in Ruhe darüber diskutieren. Aber ich denke, dass das relativ gut kompatibel ist mit unseren ganzen Intuitionen, wie unser eigener Geist funktioniert. Ah ja, ich weiß gar nicht, ob es in unserem Umfeld so viele Dualisten gibt. Das geht ja in der europäischen Geistesgeschichte auf René Descartes zurück, der gedanklich etwas geklärt hat, indem er es konzeptionell auseinandergenommen hat. Aber in der Natur ist es eben doch verbunden und die Dinge wieder zusammenzuführen, ist, glaube ich, vielen ganz willkommen. Ich will an einer Stelle nochmal nachfragen. Ja, Sie halten gerade die platonischen Dialoge ins Bild. Das hat mich jetzt aus dem Konzept geworfen. Ich wollte nur sagen, Dualismus ist untrennbar mit unserer abendländischen Kultur verbunden, schon bis in die Antike hinein. Ja. Aber auf jeden Fall, Descartes ist sicherlich eine der größten Figuren gewesen, die jetzt eine starke Wirkung bis unsere Neuzeit gehabt haben. Diese Theorie, die ich etwas finde, etwas abenteuerliche Theorie, in unsere Neuzeit reinzutragen. Ich wollte an einer Stelle nochmal nachfragen. Historisch war es doch so, dass Libet selbst der Meinung war, die Macht des Bewusstseins liege in einem Vetosignal. Deswegen haben Sie Ihre Experimente ja auch so designt. Und Sie haben ja schon gleich dazu gesagt, das Vetosignal kommt natürlich seinerseits auch wieder aus dem Gehirn. Kann man sich das ähnlich vorstellen wie bei Wahrnehmungsreizen? Da gibt es ja typische Zeitkonstanten. Wenn dann aber ein dominanter Reiz, der etwa für eine Gefahr steht, verarbeitet werden muss, dann geht es plötzlich schneller und dann kann sozusagen die normale Watteschlange der Neuronen auch mal kurz passiert werden, um dann kurzfristig noch einen anderen Effekt zu erzielen. Ist diese Analogie tragfähig? Ja, also man muss erst mal sagen, Libet war Dualist. Der hat geglaubt, dass der Geist und das Gehirn getrennt sind. Und seine eigenen Befunde waren für ihn eher eine Herausforderung. Dass dann jetzt das Gehirn eine Entscheidung triggert, war für ihn eher schwierig. Und mit dieser Vorstellung, naja, das Gehirn mag möglicherweise die Entscheidung vorher bestimmen. Also in Libets Sprache, Gedenken übersetzt, heißt das, das Gehirn hat etwas gemacht, was dann in das Bewusstsein gedrungen ist, in einer Parallelwelt quasi, in einer Bewusstseinswelt. Der war Dualist, so hat er sich das vorgestellt. Und dass dann möglicherweise es diesen Weg gibt, aber wenn dann das Bewusstsein davon erfährt, das Bewusstsein immer noch sagen kann, stopp. Und dieses Bewusstsein, würde ich heute sagen, ist auch wiederum irgendein Prozess im Gehirn. Und mithin verlässt man auch diese körperliche oder diese Neurosphäre nicht, um das Gleiche zu erklären. Nun, wenn man sich jetzt Entscheidungen anschaut, gibt es natürlich viele Entscheidungen, die wir automatisch treffen, also die habituiert sind, wo man sich fragen kann, möchte man es überhaupt eine Entscheidung nennen? Also wenn ich jetzt als erfahrener Autofahrer an der roten Ampel halte und gar nicht drüber nachdenke, ist das eine Entscheidung oder ist es keine Entscheidung? Da kann man, also das ist in der Tat so, ich war jetzt gerade auf einem großen Workshop, darüber wurde ganz lange diskutiert, ob solche Beispiele Entscheidungen sind oder keine Entscheidungen sind, ne? Und jetzt kann man sich das wieder anschauen und sagen, naja, es gibt halt Situationen, wo wir habituell entscheiden, wo wir nicht bewusst drüber nachdenken, dann passiert halt irgendwie eine differenzielle Antwort auf, was ich die Farbe der Ampel, reagieren wir bei Rot so, bei Grün so, ohne dass wir bewusst drüber nachdenken müssen.
Aber diese Vorlaufprozesse, die wir jetzt zum Beispiel beobachtet haben, die Libet beobachtet hat und auch andere, das sind halt Vorlaufprozesse, die vor allen Dingen dann auftreten, wenn man selbst getaktet entscheidet. Also man nicht reagiert auf Außenweltereignisse, sondern man es im eigenen Takt macht. Also wenn ich jetzt überlege, was soll ich studieren als, weiß ich, junger Abiturient oder so und denke, mach was ich, Mathe oder Physik oder sowas und kann mich nicht entscheiden, dann kann das möglicherweise sich über Wochen oder Monate hinziehen, diese Entscheidung. Und irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich das gemacht, also ohne äußeren Trigger. Und solche Art von Entscheidungen, das sind die, die wir oder auch die Libet untersucht haben. Diese Entscheidungen, wo man quasi getriggert wird durch einen externen Reiz, also wenn jetzt jemand in den Raum reinkommt und sagt, Kaffee oder Tee, muss ich mich sofort entscheiden. Mhm. Oder wenn ich auf dem Fahrrad auf der Straße lang fahre und irgendein Auto fährt in meine Spur und ich muss ganz schnell ausweichen. Diese Situationen sind natürlich welche, wo wir nicht diesen Vorlauf haben, nicht diesen Vorlauf im Gehirn, sondern das ist dann eher so, dass wir eine bestimmte Architektur in unserem Gehirn haben, der vorbereitet, des Vorbereitetseins durch unsere Gewohnheiten und dass die uns einfach so machen, dass wenn der Reiz kommt und ein Gefahrenreiz da ist, dann reagiere ich schon automatisch und weiß schon, was ich machen muss. In den meisten Fällen. Mhm. Es sei denn, es kommt einem Geisterfahrer auf der Autobahn entgegen. Dafür hat man dann keine Automatismen. Aber das sich umentscheiden im letzten Sekundenbruchteil ist doch auch etwas, was dann offenbar schneller gehen muss als der normale Entscheidungsprozess, oder? Ja, nun, die Situation, wo wir das untersucht haben, sind ja extrem artifiziell. Das heißt, wir haben quasi mit dem, ich habe es gar nicht so genau erklärt, aber wir haben quasi mit dem EEG gemessen, wenn sich eine Entscheidung anbahnt, indem wir einen bestimmten Marker im Gehirn dafür gemessen haben, das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Und dann noch, bevor Leute angefangen haben, sich zu verhalten, haben wir quasi den Stimulus gegeben, der gesagt hat, jetzt hör mal auf. Also man kann sich das so vorstellen, ich fange jetzt an, das vorzubereiten, merke das vielleicht selber gar nicht. Und in dem Moment sagt mir jemand, jetzt beweg dich aber bitte nicht. Und das heißt, diese artifiziellen Situationen sind nur dafür da, zu zeigen, dass man diese Kette abbrechen kann. Dass man bei unseren früheren Experimenten haben wir ja gesehen, dass man zum Teil bis zu 7 Sekunden vorher sagen kann, wie sich jemand gleich entscheiden wird, zu einem gewissen Grad wieder. Und jetzt könnt ihr euch sagen, naja, 7 Sekunden, das ist ja locker, wenn jemand in den Scanner reinkommt in der Zeit und sagt, so, jetzt ist das Experiment fertig, komm mal raus, dann würde ich ja dann nicht noch den Knopf drücken. Das heißt, man sieht schon durch diese, dass das nicht einfach was sein kann, was so stark vorherbestimmt ist, wie zum Beispiel so eine Eieruhr oder so eine Bombe, die irgendwie jetzt quasi gesetzt ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt hochzugehen, sondern es ist eher etwas, was eigentlich noch die ganze Zeit fluide bleibt. Mhm. Ich würde gerne noch übergreifend zum Stand der Hirnforschung fragen. 2004 ist das sogenannte Manifest der Hirnforscher erschienen in Gehirn und Geist und das hat im populärwissenschaftlichen Umfeld eine große Bekanntheit erreicht. Manche interpretieren das so, dass da viel versprochen wurde, dass vielleicht zu viel versprochen wurde. Und das muss die Zeit gewesen sein, wo Sie gerade selbst begonnen haben, in diesem Bereich dann auch eigenständig zu forschen. Wie würden Sie auf diese 16, 17 Jahre unterdessen zurückblicken? Der Erkenntnisgewinn war doch schon vorhanden, aber vieles fehlt noch. Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt gerade nach Großbritannien gezogen und nach London und habe deswegen diese Diskussionen, die ja vor allen Dingen in Deutschland passiert sind, nicht so stark mitbekommen. Ich habe es dann später gelesen und kenne ja auch die Kollegen sehr gut, die das damals geschrieben haben. Und ich würde sagen, also erstens mal glaube ich, dass es in der Wahrnehmung oder in sehr stark überspitzt worden ist. Das heißt, die Rezeption, das ist eigentlich differenzierter, als man es immer so darstellt. Und man sollte es vielleicht einfach mal selber lesen und nicht lesen, was andere Leute darüber schreiben, was da drin steht, sondern man sollte es selber lesen. Und dann sieht man, dass es nicht einfach nur die Trommel rührt für morgen haben wir mit der Hirnforschung alles erklärt, sondern es ist eine differenzierte Argumentation. Und ich denke auch, dass wir zu der Zeit ja so bestimmte Innovationen auch so im Bereich zum Beispiel der humanen Hirnforschung, was ich zur Bildgebung zum Beispiel, dass die Kernspintomographie war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und also eigentlich erst seit richtig funktionierender Technik vielleicht 10 Jahre alt. Wir sind jetzt nochmal 17 Jahre weiter, haben viele methodische Innovationen auch gehabt, aber haben natürlich auch gesehen, mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was vielleicht leicht ist und was schwieriger ist.
Und ich denke, also ich persönlich bin ja, bezeichne mich immer als Psychologen und Hirnforscher, und das meine ich auch ganz ausdrücklich so. Also mein Interesse an der Hirnforschung ist der Teil, der mit der Psychologie überlappt. Und ich denke, dass man da eher für eine Aufgabenteilung sprechen muss. Ich glaube, man hat das, glaube ich, mal in so einer gewissen Exuberanz so vor 20, 25 Jahren mal geglaubt, die Psychologie wird irgendwann überflüssig, die wird einfach durch Hirnforschung erklärt. So wie man vielleicht sagen würde, die Chemie wird durch Physik erklärt, was ja auch nicht so ganz einfach ist. Nun, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und zwar, weil wir in der Psychologie Zugangsweisen haben, um Regelmäßigkeiten im menschlichen Verhalten zu sehen, die aus der Komplexität eines neuronalen Systems extrem schwer auf ein Individuum bezogen zu extrahieren sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wissen möchte, ob Sie lieber Kaffee oder Tee trinken, dann könnte ich Sie jetzt fragen und dann würden Sie mir jetzt sagen, Kaffee oder Tee, oder ich müsste das aus Ihrem Gehirn rausfinden. Das wäre viel aufwendiger. Und wenn ich noch nuanciertere Dinge rausfinden möchte, wird es noch mal schwieriger. Das heißt, erstens mal ist es oft so, dass man mit psychologischen Verfahren in Anwendungssituationen viel, viel mehr Informationen extrahieren kann und viel flexibler und adaptiver sein kann, sich auf ein Individuum einzustellen. Und dass auch die Hirnforschung ja das untersucht ja nicht das Individuum, das machen wir schon auch, aber das Interesse ist ja erstmal so ein Durchschnittsgehirn zu beschreiben. Also es ist nicht so, dass man sich nicht für individuelle Unterschiede interessiert. Aber diese individuellen Unterschiede sind so, dass wir die nicht richtig systematisch sehen können, warum jetzt jemand sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, können wir nicht unbedingt aus dem Gehirn ablesen. Deswegen bin ich der Meinung, dass man einfach realistisch damit umgehen sollte, was die Hirnforschung beitragen kann und wo der Platz der Hirnforschung ist. Und ich sage jetzt mal, als jemand, der mich interessiert ja auch, wie das Gehirn überhaupt funktioniert. Die Frage, wie Gehirn und Geist zusammenhängen, ist eine, die für mich in sich interessant ist. Unabhängig von jedem Verwertungsinteresse oder unabhängig von der Frage, ob man es in der Psychotherapie oder in der Schule einsetzen kann. Diese Frage interessiert mich auch so, weil ich halt nun mal Forscher bin, der genau diesen Forschungsinhalt untersucht. Aber wenn ich mich jetzt fragen sollte, ob jetzt in der Schule ein Kernspintomograph im Unterricht oder EEG-Hauben sein sollten oder ob man jetzt im Marketing besser mit dem Gehirn arbeitet oder ob man einen Lügendetektor bauen kann und solche Sachen, wir gehen ja auch in dem Buch intensiv darauf ein, glaube ich, dass man einfach zurzeit nicht an so einem Punkt ist, das überhaupt ernsthaft vorschlagen zu können. Also die Techniken funktionieren alle noch nicht richtig. Das hat auch einen einfachen Grund. Wir kommen ja derzeit überhaupt nicht an diese feinteiligen Details dran, die einen Menschen vom anderen unterscheiden, und an die relevanten Details dran. Und an die ganze Autobiografie, die ist ja letzten Endes in den Verknüpfungsgewichten zwischen Nervenzellen festgelegt. Und diese Verknüpfungsgewichte können wir gar nicht auslesen mit unseren derzeitigen nicht-invasiven Hirnforschungstechniken. Das heißt also, das ganze Latente, Implizite, das Gedächtnis und so weiter, wir können das aktivieren und dann messen, wenn es gerade aktiv ist. Ja, ich kann jetzt sagen, denken Sie mal an einen Hund, und dann kann ich vielleicht feststellen, ob Sie positiv oder negativ an einen Hund denken, weil vielleicht Sie als Kind gebissen worden sind oder einen treuen Freund hatten, einen Hund, der sehr quasi ein treuer Kamerad gewesen ist, wenn Sie darüber nachdenken. Aber ohne, dass Sie jetzt über einen Hund nachdenken, kann ich das nicht feststellen, sowas. Das ist, liegt quasi latent schlummernd in den Verknüpfungsgewichten zwischen Ihren Nervenzellen. Und deswegen glaube ich, sollten wir einfach realistisch sein und uns einfach fragen, an welchen Stellen wir mit der Neurowissenschaft arbeiten und an welchen Stellen wir auch mit traditionellen psychologischen Verfahren arbeiten wollen. Ja. An vielen Stellen stellt sich das nicht. Wenn jemand eine Hirnschädigung hat und im Krankenhaus liegt und, was weiß ich, nicht mehr sprechen kann, dann ist das eine neuropsychologische Fragestellung, die beinhaltet das Gehirn. Ja, oder wenn ich mich dafür interessiere, wie das Gehirn funktioniert, dann ist natürlich das Gehirn auch Teil der Partie. Aber für viele Alltagssituationen glaube ich, dass man in der Psychologie wesentlich wirkungsvollere, einfachere und billigere Methoden hat, als jetzt immer nur ins Gehirn zu schauen. Ja, Sie äußern sich ja auch im Buch Fenster ins Gehirn ausgesprochen vorsichtig und zurückhaltend bezüglich mancher versprochener Anwendungen, die dann spektakulär daherkommen, eben etwa Lügendetektoren oder Neuromarketing oder auch Gehirn-Computerschnittstellen.
und zwar vorsichtig sowohl bezüglich der Leistungsfähigkeit als auch bezüglich ethischer Probleme, die das mit sich bringen kann. Muss man sich denn schon Sorgen machen, dass die Privatheit unserer Gedanken bedroht ist? Also ich denke, man muss sich heute keine Sorgen machen, dass die Privatheit unserer Gedanken hier und jetzt durch die Hirnforschung in Gefahr ist. Überhaupt nicht. Da kann man also ruhig einschlafen. Man kann auch weiter zu seinem Untersuchungstermin beim Radiologen gehen und einen Hirnscan machen. Das ist alles kein Problem. Aber die Frage stellt sich natürlich, was ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel an einer Neuromarketing-Studie teilnimmt? Das Ziel dabei ist ja festzustellen, ob man quasi das Gehirn scharf machen kann auf bestimmte Produkte, ja, so ein Craving, so ein Verlangen erzeugen kann. Hm. Jetzt gibt es zwei ethische Fragen, die sich da stellen. Die eine ist, finde ich wichtig, geht das denn überhaupt? Auch beim Lügendetektor, geht das denn überhaupt? Es gibt Firmen, die Ihnen Lügendetektor-Dienstleistungen verkaufen und andere Firmen, die Ihnen Neuromarketing-Dienstleistungen verkaufen. Hm. Geht das denn überhaupt? Funktionieren diese Sachen? Es ist ja auch eine Frage der Ethik, dass man jemandem Snake Oil, Schlangenöl verkauft, was nicht funktioniert. Ja? Und ich würde sagen, das funktioniert nicht derzeit. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist Kaffeesatzleserei. Und die Leute, die das betreiben, können sich gerne bei mir melden und wir können uns gerne darüber reden. Aber ich bin ja viel in Gesprächen mit diesen Leuten auch. Und also wenn Sie da genau reinbohren, dann sehen Sie, das ist überwiegend heiße Luft und mit Verhaltensverfahren ja viel besser zu realisieren. Und das sage ich, so Neuromarketing. Mhm. Zumal sich in der Neuromarketing in vielen Fällen sowieso gar kein Neuro verbirgt. Das ist einfach nur Marketing mit Augenbewegungen oder sowas. Das läuft ja auch unter Neuromarketing. Das hat ja mit dem Gehirn gar nichts zu tun. Oder nehmen wir das Beispiel Lügendetektion. Das ist extrem fraglich, ob man damit bessere Sensitivität erreicht als mit einem klassischen polygraphischen Lügendetektor, der quasi misst, ob man aufgeregt ist oder nicht. Der Grund, dass es so schwierig ist, ist natürlich, erstmal ist es ja richtig zu sagen, wir gucken jetzt mal im Gehirn nach, ob wir ein Anzeichen für eine Lüge finden, weil wir wollen ja nicht wissen, ob jemand aufgeregt ist und ob er gelogen hat. Aber Lügen sind halt so komplex und so vielschichtig und Leute, die trainiert sind, können Gegenmaßnahmen im Scanner ergreifen, zum Beispiel einfach an was anderes zu denken. Und dann sieht man keine Unterschiede. Das heißt, diese Techniken, obwohl die verkauft werden, funktionieren erstmal nicht richtig. Und die zweite Frage natürlich, ist es ethisch? Denk beim Lügendetektor ist es schwierig, weil beim Lügendetektor ja auch die Möglichkeit besteht, dass jemand seine Unschuld demonstriert, also mit einem Lügendetektor. Wenn jetzt jemand im Gefängnis sitzt und sagt, mach doch bitte einen Lügendetektor-Test mit mir, dann werdet ihr ja sehen, dass ich nicht lüge. Das ist so eine Variante. Mhm. Ich denke, beim Neuromarketing ist es wieder was anderes. Wenn man sich einfach mal anschaut, wir haben das ja in dem Buch auch ein bisschen irgendwie ausgeführt, was so die selbstgenannten Interessen sind, dann ist es letztendlich das Gehirn gegen den Willen des Personen so in einem Verlangen auszulösen, dass die Person sich selber gar nicht mehr steuern kann und sowas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen süchtig zu machen nach Produkten, halte ich für extrem unethisch, weil man damit ja in die freie Willensbildung eingreift. Und eine kleine Fußnote, freie Willensbildung heißt in diesem Fall kompatibilistische freie Willensbildung. Und dann ist quasi, könnte man jetzt einfach einen langen Exkurs darüber führen, warum ich an der Stelle das jetzt wieder benutze. Also verträglich. Mit neuronalem Determinismus. Ja, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Wünschen und so weiter. Durchschaubar und auch in den Konsequenzen. Also da würde ich sagen, ich halte das dann eher für unethisch. Da muss ich ja fragen, ob Werbung, sofern sie mehr als einen Informationsgehalt liefert, einen objektiven Informationsgehalt liefert, schon ethisch ist. Wenn jemand irgendwie emotional appelliert wird, etwas zu tun, was er vielleicht normal oder sie normalerweise gar nicht machen würde. Ne? Hm. Also ich denke, das ist so diese ethische Dimension. Was geht eigentlich? Und jetzt kann man natürlich nach einem, wie soll man sagen, eine Art von Kriterium suchen. Also man kann jetzt ganz viele kleine Details diskutieren, warum die einzelnen Dinge, diese einzelnen Möglichkeiten jetzt ethisch oder unethisch sind. Aber ich denke, so, man muss auch irgendwie so ein bisschen so eine Faustformel suchen oder eine Daumenregel. Also irgendwas, was man so grob immer anwenden kann als Schablone.
Und ich denke, wenn es, wenn das, dass es dann unethisch ist, wenn man einfach quasi die, das nicht zum, im Interesse der Person einsetzt, an der man diese Verfahren durchführt. Und jetzt kann ich sagen, naja, was heißt denn das genau? Ein Marketer wird das anders definieren, das Interesse, als vielleicht jemand, der kritisch ist. Aber ich denke, so ganz grob muss man sich immer erstmal die Frage stellen, wenn ich in jemandes Gehirn reinschaue, sollte das zu dem Interesse dieser Person beitragen? Sollte im Interesse dieser Person oder, sagen wir mal, wie bei Ethik ja auch in der Biomedizin, zumindest der Gruppe von Menschen, zu denen jemand gehört, also passen? Und nicht gegen den Willen sein. Und da ist aber nicht viele Verfahren, wie zum Beispiel, dass man Prothesen mit Hirnaktivität steuert, mit solchen Brain-Reading-Verfahren, ist sicherlich sehr sinnvoll, dass man vielleicht mal irgendwann irgendwelche Assistentensysteme hat. Da kann man auch sagen, ich sehe da kein ethisches Problem. Also ich ein Machbarkeitsproblem, aber nicht ein ethisches Problem. Ich denke irgendwas und denke so, wie heißt jetzt dieser Mensch nochmal, dem ich gerade auf der Straße begegne und kriege dann den Namen eingespielt. Sowas zum Beispiel ist sicherlich im Interesse der Person, da sehe ich jetzt nicht primär ein ethisches Problem, vielleicht ein kulturelles Problem, ob man sich mit den Maschinen so stark verbinden möchte. Aber ich denke, im Bereich des Neuromarketings ist es offensichtlich, dass das nicht im Interesse der Person sein kann, sich quasi überlisten zu lassen. Ja, Sie sind ja auch sehr zurückhaltend gegenüber weit gespannten Versprechungen, die sehr wohl im durchaus egoistischen Interesse einer Person sein können, nämlich Stichwort Transhumanismus. Es gibt ja manchmal, soll man sagen, Fantasien, dass wir unsere Leistungsfähigkeit steigern, wenn wir erstmal im Detail verstanden haben, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Ja, also ich denke, im Moment gerade haben wir da vor allen Dingen ein Problem der Machbarkeit. Es gibt halt so einige Leute, die so aus dem Bereich Science Fiction kommen. Ray Kurzweil zum Beispiel, das Buch The Singularity is Here, die Singularität, glaube ich, auf Deutsch, geschrieben haben, wo man dann so diese Vorstellung hat, man könnte ja vielleicht mal irgendwann den ganzen menschlichen Geist runterladen auf den Computer und dann quasi in Computerform die Endlichkeit des biologischen Organismus quasi überwinden. Ja, das haben Sie nicht im Angebot. Das ist eine reine Spekulation. Und dann stellt sich schon die Frage, wie würde man denn da die Hirnaktivität auslesen? Ich habe ja vorhin noch erwähnt, möglicherweise auch die Synapsen müsste man dann, die synaptischen Gewichte müsste man kennen. Da wird gar nicht viel zugesagt. Aber nehmen wir an, wir wollten jetzt nur die Aktivitätszustände des Gehirns messen. Müsste man ja irgendein Verfahren haben. Und da wird dann halt auf Nanotechnologie verwiesen, dass man halt so ganz viele kleine Nanoelemente dann ins Gehirn einführt, die dann gespritzt werden, durch die Blut-Hirn-Schranke durchgehen, also quasi von den Blutgefäßen dann ins Gewebe gehen. Da muss man sich dann, da sollten schon alle Alarmglocken losgehen, ne, dass man jetzt quasi so eine Art Nanoschlick dann irgendwie in das Gehirn reinbringt. Das kann sicherlich nicht von Interesse sein und also sicherlich auch ein Schlaganfallrisiko und auch andere Gesundheitsrisiken. Im Bereich der Demenzen versucht man ja, solche Sachen herauszunehmen aus dem Gehirn und sie nicht zusätzlich noch reinzubringen. Aber das ist so eine Science-Fiction-Vorstellung und ich denke, das wird auch auf absehbare Zeit Science-Fiction bleiben. Und jüngst natürlich dann durch die ganzen amerikanischen Hightech-Firmen, die so vor 2-3 Jahren angefangen haben, so vollmundige Versprechen abzugeben, dass sie jetzt, dass man mit Gedankenkraft einen Brief tippen kann. Das war, glaube ich, ein Statement von Facebook. Oder Elon Musk, der immer behauptet, das gesamte Bewusstsein könnte man runterladen und auf dem Computer, also ähnlich wie Kurzweil. Das ist alles wirklich sehr stark übertrieben. Und ich meine, Elon Musk muss man zugutehalten, dass er immerhin eine Technik entwickelt hat, mit der man so lokal kleine Messungen aus der Hirnoberfläche machen kann. Dann hat er dafür so einen Roboter gebaut, der das quasi so mit dem Gewebe verbindet. Aber das ist nicht skalierbar. Das ist nicht irgendwas, wo wir dann morgen das auf das ganze Gehirn ausweiten. Ich denke, da ist sehr viel Schauschlägerei, vielleicht auch Unwissen mit verbunden oder vielleicht auch einfach das Interesse, so als besonders hip und fortschrittlich zu gelten, indem man bestimmte Themen in den Medien besetzt. Ich weiß es nicht, warum diese Firmen sich damit beschäftigen, aber es ist ja auch darum wesentlich leiser geworden in den letzten 2 Jahren. Ja, die Warnung vor überzogenen Versprechungen und die Reflexion auf die Grenzen der eigenen Möglichkeiten gehört zur seriösen Wissenschaft.
Vielen Dank, Herr Professor John Dylan Haynes, für diesen umfassenden Überblick über den Stand der Hirnforschung. Ja, vielen Dank, Herr Fink. Hat Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.